Heute im Video Whisky des Jahres 2020, Teil 3. Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte und Marc Talk Malts. Mittwochs mit mir, Malte, ganz alleine, kein Marc, links und rechts von mir versteckt. Wir reden wieder über die Whiskys des Jahres 2020. Ich mache das ja dieses Mal so, dass ich das quartalsweise mache, also immer drei Whiskys für 3 Monate euch vorstelle und am Ende des Jahres dann so ein bisschen gucke, ja, welcher von diesen Whiskys hat mir jetzt am besten geschmeckt. Geht mir einfach darum, dass es schwierig ist, am Ende nochmal alles zu rekapitulieren und zu sagen, okay, der eine ist es. Deswegen probiere ich es dieses Jahr einfach mal mit 4 Videos. Dann gibt es am Ende 12 Whiskys und daraus wähle ich dann so meinen Favoriten des Jahres. Natürlich ultra subjektiv. Gar keine Frage. Wie wähle ich die Whiskys aus? Auch da subjektiv. Ich gucke einfach, was habe ich besprochen, was habe ich probiert, was hatten wir in den Videos in den 3 Monaten, um die es geht. Also jetzt Juli, August, September. Und einfach 3, die mir da richtig gut gefallen haben, wo ich denke, ja, die haben eine Chance darauf, mein Whisky des Jahres zu werden. Die kommen dann heute oder in die anderen 3 Videos mit rein. Ich blende euch die Playlist einfach ein. Dann könnt ihr auch nachholen, welche 6 Whiskys schon im Topf da drin sind. Die Whiskys müssen nicht in diesen 3 Monaten erschienen sein. Es geht mehr darum, dass ich sie probiert habe in dieser Zeit. Das kann also auch ein älterer Whisky sein oder was auch immer. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz locker, kein strenges Regelwerk. Ja, auch heute habe ich wieder 3 Whiskys mitgebracht und die werde ich euch jetzt noch einmal kurz vorstellen. Viel Spaß! Whisky Nummer 1 für die Monate Juli bis September ist der Vetterkern 16 Jahre. Ein wundervoller, toller Whisky, der mich total überrascht hat. Finish in Sherry- und Portweinfässern und das ganz besondere Verwendung von Chocolate Malt. Nach 16 Jahren abgefüllt mit 46,4%. Leider gefärbt, ich denke, das wäre gar nicht nötig gewesen. Kommt in einer Bombenflasche. Ein ganz, ganz toller Whisky, der für 69 Euro auf den Markt gekommen ist. Ich glaube, ich habe 72 bezahlt. Mittlerweile dreistellig. 110, 120 Euro. Da würde ich dann doch drüber nachdenken, ob es das wert ist. Ich weiß es nicht. Ich bin froh, ihn zu dem Preis bekommen zu haben. Und ich kaufe ihn jetzt auch nicht für 110 Euro nach. Ein ganz voller, kräftiger Whisky mit halt diesen Schokoladen-Röstaromen, viel Sherry, weniger Port, ganz toller Whisky einfach, der uns im Video auch sehr überzeugt hat. Die Flasche ist schön, die Umverpackung dann an sich so ein bisschen schlichter. Oben, das finde ich ganz cool, dieser kleine Streifen, der da drauf gedruckt ist, ist so eine Anlehnung an die Brennblasen, die ja von außen, wo das Wasser längs läuft. Und das Kupfer sich dann so verfärbt, so eine Patina bekommt. Das finde ich ganz süß, dass man das hier aufgegriffen hat. Ansonsten einfache Pappbox. Ja, das ist der First Release 2020. Ich hoffe mal, da wird noch was nachkommen. Ich hoffe, dass er dann auch die Qualität hält. Hat Marc und mir im Video auf jeden Fall super geschmeckt. Könnt ihr ja gerne auch nochmal reinschauen. Und jo, Vetterkern, 16 Jahre. Kommt auf jeden Fall in die Liste Top Whiskys 2020. Whisky Nummer 2 ist ein Whisky, wo wir das Video schon gedreht haben. Das geht aber jetzt erst in den kommenden Tagen online. Dementsprechend habt ihr da die Verkostungsnotizen jetzt noch gar nicht von uns bekommen, aber ich nehme schon mal vorweg, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vom Whisky Hort der Velinche Nummer 3, ein Glenallachy aus einem Pinot Noir Cask. Vorher Sherryfass mit einem Finish von ungefähr einem Jahr. Der ist jetzt 11 Jahre alt, 2009, 2020. Abgefüllt in Fassstärke 60,2%. Ein ganz kräftiger, toller Whisky. Sehr, sehr komplex. Ich habe den auf dem Köpenicker Whiskyfest probieren können. Musste da direkt eine Flasche mitnehmen. Ja, hatten wir jetzt, wie gesagt, im Video. Kommt jetzt erst im Anfang Oktober raus. Verlinke ich euch dann nachträglich nochmal. Solltet ihr das Video jetzt ein bisschen später sehen, dann ist der Link drin. Und wenn ihr es jetzt direkt guckt, da könnt ihr euch auf eins freuen, weil ein kräftiger Sherry aufgeladener Whisky, der aber dennoch nicht nur Sherryfass ist, sondern auch noch den Rotwein mit drin hat.
ziemlich komplex, sehr würzig, gut trinkbar, so wie er ist. Man kann aber auch Wasser hinzugeben, das hält er auch aus. Also Whisky Hort, The Lynch Nummer 3, kommt mit auf die Liste. Und zu guter Letzt, der dritte Whisky in diesem Video, der dann Nummer 9 auf der Liste ist, ist einer, der mich absolut überrascht hat, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und deswegen hat er sich den Platz redlich verdient. Das ist der Star Wars Twofold. Und das ist ein australischer Whisky. Und es ist noch dazu ein Double Grain Whisky, der in Rotweinfässern gelagert wurde. In australischen Rotweinfässern 40%. So ein Whisky, ich glaube, unter 40 Euro. Wirklich bezahlbar und unglaublich einfach lecker. Ja, der ist nicht ultra komplex, aber wenn man den aufmacht und da kommt eine tropische Fruchtnote raus, unglaublich. Der hat mich richtig umgehauen. Ich finde ihn sogar besser als den Nova, den Single Malt. Und ja, das ist Malted Barley und Wheat als Getreide. Und das hat mir einfach, ja, der kam so aus nichts. Der wurde überall gelobt und ich habe den auch probieren können. Und ja, ein Exot auf der Liste, auf jeden Fall. Kein Schotte, kein Ire oder so. Und aber auch richtig verdient, finde ich. Ein toller Whisky. Ich bin gespannt, wie sich die weiterentwickeln. Ich finde es super, dass wir die jetzt auf dem Markt haben in Deutschland. Den habe ich auf dem Blog besprochen, also schriftlich. Habt ihr da meine Eindrücke? Und ja, wenn ich jetzt hier schon stehe, denke ich, okay, der wird jetzt die Tage auf jeden Fall leer gemacht werden. Ich habe ihn jetzt fürs Video halt noch ein bisschen aufgehoben, das, was ich noch hatte. Ein ganz, ganz toller, jetzt hätte ich beinahe gesagt Malt, aber es ist ja nicht, Double Grain Whisky aus Australien, von der Brennerei, die sich als sehr modern, urban ansieht. Ja, mal gucken, ob er es schafft. Ja, wie ihr seht, drei außergewöhnliche Whiskys, ganz verschieden von einem Chocolate Barley Whisky zu einem Double Grain Whisky aus Australien, zwischendrin noch eine kräftige schottische Fassstärke. Die Liste ist divers mittlerweile. Wir haben Artbeg drin, wir haben Iren drin, wir haben die drei drin. Das heißt, das Rennen sozusagen wird spannend. Ich muss mich jetzt langsam mal darauf vorbereiten, mich dann auch zu entscheiden, was ich zu meinem Whisky des Jahres 2020 mache. Ich finde, es ist für den Whisky ein spannendes Jahr, ein gutes Jahr bei den Abfüllungen. Da waren echt tolle Sachen dabei. Und ich mache noch ein Video mit den Whiskys für Oktober, November, Dezember. Und dann Ende des Jahres, Anfang Januar, kommt dann mein Video zum Whisky des Jahres 2020. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Heute keine Verkostung, sondern nur ein bisschen Gelaber mit mir. Am Freitag gibt es dann das neue Verkostungsvideo und den Freitag drauf dann wieder Livestream We Talk Malts mit einer neuen Folge. Wenn es euch gefällt, Abo dalassen, dann seid ihr auch über die Videos und Streams immer informiert. Und uns freut es natürlich, wenn wir da ein paar mehr Leute erreichen. Bis zum nächsten Mal, dann auch wieder mit Marc.